Was? Schon leer? Da ist eine Rittersport übrigens. Achso, übrigens, da ich wollte mal schnell noch was sagen, wegen weil das jetzt alles lösbar ist. Das ist voll gut. Entschuldigung. Ja, also, keine Sorge. Ja, doch Hunger. Ich hab, also wir haben hier noch Gummitierchen. Aber sonst habe ich keine Schokolade mehr da. Ich glaube, ich schleiche mich später nochmal dahin und hole mir Salami-Sticks. Wenn du mal schneller fertig bist als ich. Ja. Nutze ich die Zeit und sorge mir Salami-Sticks. Mhm. Oder wenn du viel reden musst. Mhm. Schleiche ich mich kurz weg und hole Salami-Sticks. Okay. Dann mach das. So, wieder in den Fall zurück mit Frau von Doppelpfund. Ja, und dann müssen wir mit dem Fahrrad fahren. Mit dem Fahrrad, ja, zur Themse war's oder so? Mhm. Okay. Ui. Was? Ungewertet bleibt ungewertet? Oh. Also ich würde sagen, jetzt... das blenden wir auf jeden Fall aus. Ja. Kann ja wohl nicht wahr sein, dass jemand gegen unsere Bewertung... Ja. Sich richtet. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Wer bekommt den Punkt? Was? Das hat sich jetzt geändert, weil... Oder warte mal, hatten wir noch andere Nicht-Gewertete? Ich glaube, wir hatten dann einmal sind das... nicht gewertet, weil wir zusammengearbeitet haben. Hm, okay. Danke, dass du mir hilfst. Ja, weil du zu viel guckst. Ich muss halt gucken, was der Chat macht. Und ich muss mir überlegen, wie wir diese Situation jetzt lösen. Welche Situation? Naja, dass wir im Grunde immer alles im Nachhinein dann doch anders machen als... Ach, Quatsch. Naja. Und da sind wir schon. Das ist der Hafen. Meine Güte, so viele Schiffe. Wenn wir nicht gerade an einem Fall arbeiten würden, könnte man sich von hier aus hervorragendes Treiben auf dem Fluss ansehen, aber... Aha! Das Treiben auf dem Fluss. Was ist das Treiben auf dem Fluss? Weiß ich nicht, wenn's welche treiben auf dem Fluss? Aha! Er beschwert sich immer, dass ihr meine Reaktion nicht seht. Tu ich gar nicht! Ich sag nur, es wäre schön, wenn man die sehen könnte. Das heißt nicht, dass ich mich deswegen beschwere. Schaut, da drüben, das ist unser Lieferwagen! Aber hallo, da hast du recht, du hast recht, Miss. So ein Glücksfall, dass wir den direkt finden. Sehen wir uns in Pokémon Romanda. Sehen wir uns Pokémon Romanda! Stimmt, das eine war das mit den Himmelskörpern. Ja. Das mit der Maus haben wir, glaube ich, irgendwie schon vorher gewertet gehabt, oder? Ah, nee, wir hatten auf jeden Fall das mit der Luft in den Reifen. Ja, das haben wir gewertet, weil ich das ja, gesagt habe vorher, dass... Und das Blinzelrätsel haben wir wahrscheinlich nicht gewertet, weil wir beide keine Ahnung hatten. Blinzelrätsel hatten wir doch... Nee, hatten wir nicht, oder? Hatten wir gesagt, dass ich den Punkt kriege. Ja, ach so, jetzt ja, aber ja, vorher meinte ich. Vorher nie. Eben, es geht ja auch um die drei Rätsel vorher. Die... Aber welches... War davor ein Blinzelrätsel? Nee. Wo war davor ein Blinzelrätsel? Nee, davor war keins, aber als wir das zum ersten Mal hatten. Ach so, ja. Da war es wahrscheinlich als nicht gewertet. Ja, ja, als wir das erste Mal hatten, haben wir ja gedacht, wir kriegen das nur mit Lösung raus. Mhm. Sehen wir uns genauer an, solange es noch geht. Er könnte jeden Moment wieder wegfahren. Ja klar doch, Lieferwagen fahren ständig von selber weg. Na. Oh, ganz schwer. Oh ja, und deswegen war ich auch trotzdem schneller als du. Ist mir doch egal. Und warum liegt da Stroh? Und warum hast du eine Maske auf? Hab ich gar nicht. Leider. Willst du etwa bei unserem Stück mitmachen? Nein! Nein! Ringel, Ringel, Orgie. Boah, ey. Leute, denkt nichts Komisches von mir, das ist für Schule. Nee, man muss ja auch von dir nichts Komisches denken, sondern eher von deiner DSP-Lehrerin. DSP? Darstellendes Spiel oder irgendwie sowas. Also, weiß ich nicht, wie es bei euch heißt, aber... Tschüss.
hört endlich auf zu fressen und spielt nee, hört auf zu fressen und spielt endlich das Spiel weiter. Okay, ich halte die Klappe. Und rede jetzt was. Ja. Offenbar kam der Lieferwagen des Fischhändlers, der in der Millionaires Row gesichtet wurde, vom Hafen am Fluss. Vielleicht ist Rex ja in ihm mitgefahren. Hinweismünze links im Tower, Hinweismünze rechts in dem Boot an diesem Schirm und in diesen Anhaltern, wo man das Schiff dann festmacht. Und... Nee, das nicht. Und Kuriosität im Hochhaus hinten. Wo man das Schiff festmacht? Da unten, an diesem Metalldingens da. Da? Ja. Aber da war nichts, da habe ich nur das... Ja, aber rechts davon. Anlegepoller. Rechts. Noch weiter rechts. Fahrrad? Noch weiter rechts. Da ist noch eins weiter. Aber da ist nichts. Okay, dann habe ich mir das Bein eingebildet. Da oben, dann auf dem Dingens. Bla bla bla. Ja, hier war ich. Ja. Dann, links. Oh. Jetzt war ich hier dran. Ganz schön was los hier am Hafen, nicht wahr? Schaut mal, das Boot, das gerade ablegt. Was das wohl an Bord hat? Bananen, denke ich. Wahrscheinlich aus Übersee importiert. Und jetzt werden sie irgendwo am Fluss ausgeliefert. Ich mag Flüsse und Boote. Wie gern würde ich jetzt auf eine springen und einfach davon segeln. Ja, vielleicht passiert das auch gleich, Katzin. Ich liebe auch das Meer. Oh, also da wäre ich dabei, Miss. Und dem Hund das Geschäft überlassen. Sehr schlau, Team. Sehr schlau. Du würdest das sicher hinbekommen, Shaw. Okay, das steht außer Zweifel. Also, Detektiv Sherl Combs. Combsisch ist ich, das. Ich merke schon, das ist der nächste Teil. Ja. Bitte nicht. Es hört sich doch fast plausibel an. Ich überspringe das mal. Nee, darum ging's nicht. Was dann? Hä? Noch nicht am Live-Punkt? Oh, oder was jetzt? Ob und welches denn? Na, es geht um. Ach so, das Treiben auf dem Fluss? Auch. Was denn nun? Seaworld. Hä? Oh. Sag das doch einfach. Nee. Es waren eh nur zwei Leute da. Hat ja keiner was gesehen. Was sollen wir jetzt tun? Sollen wir ihn von uns ausschließen? Nein. Von dem Stream. Nur weil er mehr gesehen hat. Hat er geheim gesagt. Er hat zu viel gesehen. Okay, Leute, machen wir weiter. Aber nicht so viel, also nicht, dass jemand jetzt was Falsches sagt. Nein! Machst du dich über mich lustig? Wegen der Barker Street? Okay, reden wir mit... Mit dem Benny. Hast du die Kuriosität schon? Nein, wo? Oben. Oben! Da, links, unten. Hier? Komm schon, da war was. Du hast Folgendes entdeckt. Starke Statue. Es wurde zu deiner Sammlung hinzugefügt. Ich frage mich, was der Text dazu ist, weil ich weiß jetzt nicht, woraus das kommen soll. Keine Ahnung. So, Weiter gibt's, glaube ich, nichts. Nö. Da sagen wir mal mit. Blablabla. So, wollen wir Benny, die Tunte? Benny! Oder? Was? Die was? Ich meine Howards Mutter. Hallo, Poponio? Haben schon eins! Hallo, tut mir sehr leid, aber ich habe wirklich kein Interesse an einem weiteren Poponio. Ich habe nicht mal Interesse an dem ersten gehabt, also habe ich es weggeschmissen. Nee, das habe ich ja in meiner Kuriosität gestern. Nein, wir haben nur den Text abgeschrieben, der da ist, und haben es dann weggeschmissen. Okay, null Poponio, ich meine null Problemo. Wie wäre es stattdessen mit diesem süßen Häschenrätsel? Ha! Was? Der Club der falsch ausgesprochenen Namen? Okay, ich lese mal. Ja. Ein paar Hasen spielen im Feld. So sehen die Regeln aus. Wenn sie sich bewegen, müssen sie zwischen den beiden anderen Hasen hindurchgehen.
Und jeder von ihnen möchte seinen Zug auf einem Feld mit Blumen beenden. Hilf einen Hasen auf ein Feld mit Blumen! Berühre einen Hasen, um zu sehen, wohin er gehen kann. Und entscheide, welcher wohin gehen soll. Du kannst einen Hasen nicht zweimal hintereinander bewegen. Okay, ich versuch's. Mhm. Ach so, nicht zweimal hintereinander. Aha. Wäre ja auch zu geil. Ja, habe ich auch schon gedacht. Das wäre ja zu geil gewesen jetzt. Aber nö. Nee, verdammt. Scheiße. Nein! Interessantes. Wir lösen wirklich jedes Rätsel. Nö, nee, ich bin sowas voll schlecht. Das sagst du irgendwie bei allen Rätseln, nein, wo du... Nein, das ist einfach bei sowas, habe ich immer total schlecht dieses Vorausdenken. Okay, wenn ich das jetzt mache, also ich muss ja auf jeden Fall... Oh, nee, ich finde das immer kacke. Wenn so jede Figur mit jeder Figur zusammenhängt... Aber wir sind uns einig, dass ich mit den Links oben beginnen muss. Ja. Und dann mit dem. Na, aber dann kannst du ja zwischen den beiden nicht mehr so großartig durch. Dann mit dem. Ja. Ach, dann geht gar nichts mehr, okay. Aber wie hab ich denn das nochmal gemacht? Ich hab das ganz komisch gemacht, dass die am Ende, dass am Ende dort zwei auf diesen, also, dass also einer hier unten ist ja, und dann halt, hier zwei stehen. Das hab ich mir schon gedacht, dass das sein muss. Aber wie kriegt man ich das weiß halt hin? Nicht, ich, ja, habe, das freue ich mich halt auch. Gute Idee, das mal so zu probieren. Aha. Das sieht gut aus, ja? Oh mein das Gott. Das ist richtig. Oh mein Gott. Nein! Was zum... Oh. Okay, so rum habe ich es gar nicht gemacht. Ich habe es doch über die andere Seite gemacht und das war, glaube ich, sogar komplizierter. Ich habe gerade gedacht, ich muss ja eigentlich nicht gleich nach rechts gehen. Ja. Oh Mann. Okay, ach so, ja, Text gut gemacht. Jetzt sind die Hasen glücklich. Wenn man die beiden Hasen nacheinander gegen den Uhrzeigersinn bewegt, kann man das Rätsel in 5 Schritten lösen. Und ich glaube, das hast du sogar. Ja, wahrscheinlich. Ja. Was ist mit dem Original-Layton passiert? Der soll wohl angeblich noch leben. Also ich glaube nicht, dass der Hund ihn umgebracht hat. Oder der Layton, der Original-Layton ist der Hund. Ich würde das so feiern. Oh, nee, ich nicht. Ganz ehrlich, so wie der sich verhält, ist der kein echter englischer Gentleman. Ja, aber er hat ja vergessen, wer er ist. Ach so, und deswegen hat Professor Layton plötzlich ein ganz anderes... Ja. Deswegen ist er zu einem also, nee, sarkastischen Arsch also, mutiert. Nee, also nee, ich will nicht, dass das Professor Layton ist, aber ich würde es irgendwie lustig finden, weil es so trashig ist. Danke sehr, das war tatsächlich ein sehr süßes Rätsel. Sie haben es geschafft, Sie haben das Rätsel gelöst. Sie sind ein echt helles Köpfchen. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie gut Sie tanzen. Was? So, Howards Mutter. was für eine Zeitverschwendung. Oh, gibt es ein Problem? Oh nein, ein Problem? Würde ich es nicht unbedingt nennen.
Gerade als ich alles auf das Schiff da hinten geladen hatte, sprang mir eine schneeweiße Katze aus dem Laderaum entgegen. Als ob es wirklich eine schneeweiße Katze ist. Echt mal, das ist doch bestimmt keine. Nein. Eine schneeweiße Katze? Ah, hab ich doch gesagt. Wie eine Raubkatze ist sie da rausgesprungen. Und jetzt meinen die, dass sich da noch mehr Katzen an Bord verstecken. Also gibt's so eine große Suchaktion. Jede Wette, dass ich mich deswegen verspäte. Was ist mit der Katze passiert, die sie angesprungen hat? Als ob es wirklich eine Katze ist. Wenn ich das nur wüsste. Das dumme Ding ist einfach wie der Blitz davongelaufen. Verstehe. Besten Dank, sie werden uns eine große Hilfe. Sie wären uns eine große Hilfe gewesen. Hätten sie die Katze gefangen. So, und jetzt mal einfach in den Lieferwagen da. Ach du liebes Läschen, was für ein Mief. wofür dieser Lieferwagen verwendet wird, was?